Verrückten und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video von mir. Und ja, heute gibt es mal etwas Geheimeres, beziehungsweise etwas, was nicht jeder hat. Und zwar gibt es heute ein kleines geheimes OP-Kit, ein limitiertes OP-Kit, wie auch immer. Ja, ich dachte mir heute, da viele das vielleicht schon von anderen YouTubern kennen oder es auch vielleicht noch gar nicht kennt. Falls ihr es noch gar nicht kennt, spielen wir heute damit. Und zwar befinden wir uns heute in einer gediegenen Runde Minecraft Ender Games. Und zwar spielen wir in dem Biom Targia. Keine Ahnung, was das auch immer ist. Ich habe irgendwie, ohne Spaß, es gab mal irgendwie eine Zeit, da hat Minecraft einfach gedacht, ja, wir bauen jetzt mal Zillionen mal ein. Und ich habe einfach überhaupt gar keinen Plan, was diese ganzen Biome sind. Keine Ahnung. Und ja, auf jeden Fall, wie heißt das Kit? Wir spielen heute mit dem Tor-Kit. Ja, das Tor-Kit, das ist so krass. Wie der Name Tor quasi schon sagt. Also, das ist ein sehr, sehr, sehr krasses OP-Kit. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, limitiert, ja. Inwiefern limitiert, kann ich euch mal kurz erklären. Und zwar ist es so, dass quasi nur eine bestimmte Anzahl an Leuten dieses Kit spielen kann. Das sind einmal die Top 100 von dem Endergame-Spielmodus. Dann, also die Top 100 Spieler, quasi die besten Spieler, die Top 100 besten Spieler von Endergames haben dieses Kit automatisch erhalten. Dann zudem ich und alle anderen YouTuber, die YouTuber-Rang auf dem gommahd.net-Server haben ebenfalls dieses Kit. Dazu zählen, denke ich mal, auch die Teammitglieder, die werden es so auch haben. Und wer hat noch dieses Kit? Dieses Kit kann man erhalten, aber es ist natürlich limitiert. Und zwar werden öfter auch nochmal so genannte, ich würde es jetzt mal einfach Wildcards nennen. Also Wildcards werden nochmal vom gommahd.net Team ausgegeben quasi. Also so, ja, halt, dann wird halt gesagt, ja, hier, Spieler XYZ bekommt nochmal eine Wildcard. So, guck mal. Und ihr seht jetzt schon, das ist sehr, sehr, sehr verrückt, was ich hier gerade tue. Und zwar müssen wir mal eben kurz laden ein bisschen. So, und Peng. Und dann, was brauchen wir nochmal? Bereit. So, da haben wir leider daneben gezielt. So, laden. Wir können übrigens alle 3 Sekunden schießen und machen ordentlich Schaden damit. Wie man sieht, er läuft nämlich schon weg. Ich erzähle euch natürlich gleich, was dieses Kit im Allgemeinen so tut. Also wie man... Hupsala, Alter, was war das denn jetzt? Okay, wir fressen vielleicht mal den goldenen Apfel, weil sonst sterben wir bestimmt gleich. OP einfach. Dieses Kit ist so krass OP. Ohne Spaß, Leute. Dieses Kit ist einfach mega krass OP. So, nice. Wir haben... Lol, wir haben... Yo, geilo. Nice. Das heißt, wir haben jetzt ein bisschen Party hier. Das ist gar nicht mal so schlecht. Wir haben nämlich jetzt ein Schwert. Ja, was macht das Kit? Also, ja, Thor ist der Gott des Donners. Kennt ihr ja vielleicht die Story. Und ja, das Kit zu diesem Spiel quasi. Oder, daher kommt der Name. Und zwar kann man mit dem Thor-Kit Leute anvisieren mit der Axt. So. Ihr habt ja gerade eben wahrscheinlich gesehen. Und wenn man halt diese Leute anvisiert, upsala, jetzt haben wir das ein bisschen dumm geused. Wenn man die Leute anvisiert hat, dann kann man einfach so, zack, und wenn man dann hier Leute anvisiert, dann kann man so, bam, und fügt ihn mit jedem, also mit jedem mal so raufschlagen, fügt man ihnen ein Herz von dem Blitz und ein Herz von der Verbrennung zu. Also 2 Herzen ziehen wir ihm jetzt hier die ganze Zeit ab. Wie Assis, Alter. Das ist so witzig. So, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Shit. So, oh, was? Wir sind getauscht worden. Schade, Alter. Der muss richtig down gewesen sein. Ohne Spaß. Crazy Bow auf jeden Fall. So, und wir können ihn gerade leider nicht treffen. Hoppala, da haben wir ihn getroffen. Das wollte ich eigentlich gerade gar nicht. Aber gut. Aber wir haben 19 Eisen. Ach du Scheiße, okay. Wir machen uns mal eben kurz Eisenrüstung zumindest. Wow, Alter, dieser... Was geht bei ihm ab? Oh Gott. Okay. Tor! Wow! Zack! Bam! Und wie ihr sehen könnt, dieses Kit ist deshalb so krass OP, weil man quasi mit diesem Kit einfach quasi einen Torschlag verteilen kann. So, und dann gibt's quasi halt richtig krass was auf die Fresse. So, leider hat er uns gerade gekillt. Wir hatten leider nur ein halbes Herz. Er hatte aber auch nur noch 2, 3,5 Herzen. Das heißt, wir hätten
ihm noch 2 Schläge gegeben und dann wäre er auch gestorben. Aber wir gehen nochmal eine neue Runde. Pass auf. Wusch, da sind wir in der zweiten Runde. Was ich gerade eben vergessen habe, ist die Ausrüstung von dem Torkit. Und zwar kriegt man einen Torhelm, einen goldenen Hammer natürlich und einen Goldapfel von Idun. Ja, was ich noch erzählen wollte, ist, dass ich natürlich als YouTuber ein bisschen... Ja, es ist halt so, man muss ein bisschen secret damit durch die Gegend laufen, würde ich mal sagen. Weil die Sache ist halt, es ist ein bisschen auffällig, wenn man diese Axt in der Hand hat und wenn man die Blitze verteilt. Weil die Sache ist, das kriegen natürlich die Leute mit, da pennt natürlich keiner und denkt sich, jo, Alter, da war ein Blitz, ne, so, habe ich jetzt gar nicht gehört, habe ich jetzt nicht mitgekriegt, so. Halt, das ist natürlich die Sache. Da muss man immer so ein bisschen, ja, es ist halt einfach, man muss halt ein bisschen aufpassen. Und ich glaube, man hört auch den Blitz über die ganze Map. Deswegen ist man so ein bisschen so, ja, ne? Und die Sache ist, da es auch nicht so viele Leute gibt, die dieses Kit haben. Es gibt ja wirklich nur, was hatte ich gerade eben gesagt? Also die Top 100, die zählen wir mal kurz. Also wir zählen mal kurz ein paar Leute auf, die dieses Kit überhaupt besitzen. Ja, die Top 100 von Ender Games besitzt dieses Kit, ja. Das hatte ich ja gerade eben gesagt, ne? Und dann halt, ja, die Top 100, ja, die hat das halt hier im Gepäck, das Kit. Und, ja, sonst eigentlich, ne, noch YouTuber und Teammitglieder. Deswegen, also, und so viele Keys für dieses Kit sind, denke ich mal, auch nicht ausgegeben. Das heißt, man muss halt wirklich ein bisschen aufpassen und so auch so ein bisschen secret sein, so dass das halt nicht so auffällt, dass wir hier der Thor Hammerbammer sind und er benutzt immer noch das Känguru und probiert um uns rumzuspringen. Da haben wir ihn aber leider aus dem Spiel gedonnert. So, schade Schokolade. Auf jeden Fall haben wir gerade einmal mit unserem Hammer geschossen. Da müssen wir echt ein bisschen aufpassen, dass wir das nicht zu oft machen. Nicht, dass wir hier wirklich gleich noch auffallen. Das könnte natürlich echt ein kleines Problem werden. So, der nächste Gegner ist da. Guck mal. Und dann machen wir Bam. So. Brennt bei dir, Junge. So, okay. Und nochmal BÄM, Junge. So, brenne. And we gonna let it burn, 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 burn. Oh, was ist denn da? LOL. Alter, ist das dein Ernst? What? Digga, Alter, was ist da passiert? Was war das denn jetzt? Also jetzt mal ohne Spaß. Was war das gerade irgendwie? Wir haben gerade richtig viel Schaden gekriegt. Entschuldigung, dass ich übrigens meinen goldenen Apfel gerade ein bisschen... Ja, ich würde sagen, ein bisschen... rausgeballert habe, aber die Sache war einfach, wir haben gerade auf einmal einfach 10 Millionen Herzen Schaden gekriegt, wo man halt wirklich so ein bisschen aufpassen muss, dass man hier jetzt nicht einfach direkt zur Zielscheibe wird. Zur Zielscheibe of the life. So, haben wir hier noch irgendeinen Scheiß? Ja, wir haben noch ein bisschen Scheiß hier. So, okay, er ist noch ein bisschen paar Blöcke entfernt. Wir werden aber bestimmt auch gleich wieder geportet. Das heißt, schnell Crafting Table hin, schnell gucken. Und schnell Brustpanzer machen. So. Zack. Okay, jetzt haben wir alles aus Eisen. Wir haben nur noch ein Dia, ehrlich? Ich hätte jetzt gedacht, wir hätten mehr. Lol. Ist ja voll wenig, Alter. So. Das heißt, wir fressen uns jetzt voll und probieren dann mal den nächsten rauszuschnetzeln. So. Der ist auf jeden Fall auch schnell unterwegs. So, aber... Hoppala. Ich, ach du Scheiße, wie... Ja, weiter ging's jetzt nicht weg, oder was? Hätte sich einer gedacht, komm, wir gehen jetzt erstmal hier, weiß nicht, einen Kilometer weg, ey. Warum auch nicht? Ach du Scheiße, jetzt sind wir hier im scheiß Wasser gelandet, oder was? Ja, wir schmeißen uns noch ein Stück vor. Zack. Weil sonst, das ist ja wohl ätzend. So. Okay. Natürlich kann man sich auch mit diesem Kit, also da ist ja natürlich, falls ihr es selber spielen wollt, da es hier natürlich in weiter Entfernung noch funktioniert, kann man sich natürlich auch so ein bisschen, wie ihr gerade gesehen habt, so ein bisschen anschleichen mit diesem Kit. Also man muss halt einfach nur gut zielen und dann schlägt der Blitz ein. Hüchüchü. Und nochmal das Ganze, oh Gott, jetzt so, zack. Wenn man natürlich auch relativ nice zielt, dann trifft man natürlich auch was und da ist er gerade einfach vor uns runtergesprungen und hatte anscheinend nur noch ein halbes Herz. Geil. Leider haben wir den Kill dafür nicht gekriegt, weil wir ihn, glaube ich, nicht einmal geschlagen haben. Das ist natürlich echt scheiße gerade. Ich hätte jetzt gedacht, man kriegt halt immer den Kill. Das war jetzt leider ein bisschen schade. Schade. Aber gut, kann man nicht ändern. Oh Gott, was ist denn hier los? Ach du Scheiße. Die Map hat sich gerade nur nicht aufgebaut. Ich dachte gerade so, bitte? Aber 2 Kills haben wir safe in the Tash.
So, der nächste ist da vorne. Das heißt, wir schleichen uns das nochmal so ein bisschen an und lassen es nochmal ein bisschen krachen hier. So, mit voll Karacho, zack, 2, 4 Herzen haben wir ihn schon abgezogen. Das heißt, der dürfte eigentlich nicht mehr so viel haben. Zack, da haben wir ihn. Oh Gott, und von da hinten kommt direkt der nächste Gegner. Oh, und da oben steht noch direkt auch noch einer. Das heißt, wir brauchen ein bisschen Bum-Bum. Ja, ja, ja. Sei dir mal nicht so sicher, dass der Verrückte hier nicht direkt mit seiner Toraxt wieder durchzieht und dir ein bisschen was abzieht, mein Freund. So, und zwar am besten geht das natürlich, wenn man sich so ein bisschen anschleicht und so ein bisschen mit seiner Toraxt, mit seinem Hämmer hier rumhämmert. Also hör mal, wer der hämmert, ne? Da weiß er auf jeden Fall direkt Bescheid. Wir sind eh die letzten beiden Spieler und er gönnt sich jetzt erstmal komplett den krassesten Trank, den man sich gönnen kann. So, das heißt, jetzt sind wir tot. Schade. GG auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall gut gespieltes GG, schade Schokolade. Da hätten wir leider eigentlich gewinnen müssen. Ja, aber er hat halt zu krasse Ausrüstung. Da kann man auch mit dem Torkit nicht so viel machen. Aber die Taktik mit dem Rumsneaken war gar nicht mal so schlecht. Ich hoffe, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne mal eine positive Bewertung da. Wie findet ihr dieses Kit? Würdet ihr gerne dieses Kit vielleicht auch mal spielen? Dann müsst ihr es vielleicht mal probieren auf dem gommahd.net. Server, Twitter-Account, da gibt es, glaube ich, manchmal Gewinnspiele. Ich könnte natürlich auch, wenn ihr vielleicht mal ein Gewinnspiel dazu haben wollt, ich weiß nicht, ob es noch Codes gibt, mal meine Friends vom gommahd.net-Team, so Snocks oder sowas, anschreiben, ob die vielleicht nochmal irgendwie so einen kleinen Code für mich haben. Und ja, dann würde ich mich selber eine positive Bewertung freuen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut. Cheerio, bye bye. Tschüss. Tyrone Jackson.